Der Yukon, einer der wildesten Flüsse Kanadas. Der Yukon, das ist zugleich eine riesige Provinz im Nordwesten Kanadas, die wir in stundenlangen Fahrten durchqueren. Und der Yukon, das ist vor allem ein Abenteuer in der atemberaubenden Natur Kanadas. Die majestätischen Tombstone Mountains nicht weit von hier ließ sich einst der berühmte Abenteuerschriftsteller Jack London vom Ruf dieser Wildnis faszinieren. Eine Faszination, die bis heute anhält. Wir fahren dem Yukon entlang durch die ein wenig melancholisch wirkende Landschaft. Wäre da nicht diese riesige Weite, könnte man sich für einen Moment wie irgendwo in Skandinavien fühlen. Doch das hier ist Kanada. Hier erreicht man kein Ziel mal schnell, einfach so. Wir sind an einem kleinen Flughafen ganz dicht am Kluani-Nationalpark, einer der schönsten in Kanada. Und das hier ist Marcel. Marcel ist Buschpilot, wie man das hier so nennt, aber so exotisch ist das gar nicht. Bei den wenigen Straßen in der riesigen Provinz Yukon sind so kleine Flugzeuge häufig das beste Transportmittel, um nach draußen in die Wildnis zu gelangen. Vorausgesetzt, an dem Fluggerät stimmt auch wirklich alles, weshalb Marcel ganz persönlich darauf achtet, denn sonst gibt es hier niemand, der das für ihn tun würde. Wir fliegen zu einer Goldmine irgendwo da draußen, denn die brauchen ein paar Ersatzteile. Du musst hier als Pilot wirklich alles im Griff haben, sagt Marcel. Das ist hier draußen total wichtig. Hier gibt's nur das Flugzeug und dich. Du musst eins werden mit der Maschine und alles spüren. Wind und Wetter ändern sich sehr schnell und, meint Marcel, punktgenau da zu landen, wo du hin willst, das braucht eine Menge Erfahrung. Wir haben Glück mit dem Wetter und mit dem Wind. Es verspricht ein ruhiger Flug zu werden. Schnell erreichen wir ihn, den weltberühmten Kluani-Gletscher. Millionen Jahre alt und eine der großen Naturschönheiten Kanadas. Für die Menschen übrigens betreten verboten. Das Eis hier ist vielleicht einen Kilometer dick, sagt Marcel. Und so wie jetzt sah der Gletscher vermutlich schon vor 10.000 Jahren aus, meint er. Obwohl er hier auch oft mit Touristen fliegt, hat er seine Ehrfurcht vor der Natur nie verloren. Trotz aller Naturschönheit, Marcel ist auf einen Job unterwegs. Es gilt, eine entlegene Goldmine hier in der Gegend anzufliegen, denn auch damit verdient Marcel sein Geld. Wir landen auf einem grob angelegten Kiesstreifen, eine Art Buschflughafen, extra für die Versorgung der Goldmine angelegt. Per Funk schon vorher unterrichtet, werden wir erwartet. Etwa 5 Monate im Jahr kann hier draußen gearbeitet werden, dann versinkt alles wieder in Schnee und Eis. Also muss das mit den Ersatzteilen schnell gehen. Zeit ist hier Geld, besser gesagt, Zeit ist hier Gold wert. Marcel ist der Kontakt zum Rest der Welt, sagt der Vorarbeiter. Auch wenn sich hier jemand verletzt, dann rufen wir ihn per Funk, um den Verletzten auszufliegen. Oder wenn wir die Mannschaft auswechseln. Ohne Marcel wäre das alles sehr schwierig. So without him it would be difficult, right? It'd be a lot tougher, you bet. They'll charter just the plane. Und wenn das Ersatzteil nur 5 Kilo wiegt, ich fliege es ein, wenn es in den Flieger passt. Die Saison ist einfach zu kurz. Our season's so short. Wir haben nur 5 Monate, um genug Gold rauszuholen, damit das hier bezahlt werden kann. Im Winter läuft gar nichts.
Not going to be doing anything. Der Job ist erledigt. Wenn sich das Wetter ändert, muss Marcel auch schon mal im Busch draußen übernachten. Aber viel lieber fliegt er nach Hause. It's nice to go home every night. Ich versuche jeden Abend nach Hause zu fliegen, wenn es irgendwie geht, sagt er. Das ist einfach schöner, zu Hause zu sein. Ein paar Stunden später sind wir mit seiner Familie im Busch unterwegs, denn er hat seiner Frau und den Kindern ein romantisches Picknick draußen im Freien versprochen. Platz dafür gibt es weiß Gott genug. Wie immer hier ist das Picknick natürlich verbunden mit Grillen, einem kleinen Lagerfeuer. Ein klein wenig wirkt das hier alles wie in einem Werbeprospekt für Tourismus in Kanada. Nur, es ist kein Tourismusprospekt, sondern das normale Leben im Yukon. Aber wenn man genau hinhört, dann zeigt sich, eine gewisse Sorge ist doch immer dabei. Zumindest bei Marcels Frau. Er hat so ein Ritual. Er fliegt immer zuerst über das Haus, wenn er zurückkommt. Und das ist dann der Moment, in dem du weißt, alles ist okay, sagt Marcels Frau Elodie. Die Kinder spüren das noch nicht so. Dafür sind sie zu jung. Aber ich weiß schon, alles bleibt gut, wenn er kommt. Elodie weiß, Natur kann auch gefährlich sein. Sometimes it's a little stressful, but I know everything will be fine. It's my job. It's professional. I know what's good and what's not good. Das ist mein Beruf. Ich weiß schon, wann ich fliegen kann und wann nicht. Klar, jetzt, da ich eine große Familie habe, die auf mich wartet, bin ich natürlich vorsichtiger und achte mehr auf alles. Aber sonst, nee, das ist mein Beruf. Das ist, was ich mache. Die Wildnis am Fuß der Tombstone Mountains, noch einer der faszinierenden Nationalparks in Kanada. Majestätisch liegen sie da wie ein letzter Sperrriegel vor dem Weg nach Norden Richtung Eismeer. Es ist wie ein sanfter Flug in das wilde Herz Kanadas. Und genau hier arbeitet Dorian. Dorian ist kanadischer Parkranger, obwohl er eigentlich gar nicht aus Kanada stammt, sondern aus England. Doch als er die Ursprünglichkeit der kanadischen Natur zum ersten Mal sah, wirkte sie wie ein Magnet. Er beobachtet die Tierwanderungen und was sich verändert in der Natur. Sein Job ist auch, ein Auge auf die wenigen Campingplätze zu haben, die es hier in der Gegend gibt. Hi. Hi. How's it going? Yeah, good. How are you? Hello. Mit beharrlicher Freundlichkeit spricht er mit den Campern, die hier Station machen. Er gibt Ratschläge, zum Beispiel, wie man die gefährlichen Buschfeuer vermeidet. Und Dorian weist auf eine Gefahr hin, deren sich hier, vorsichtig gesagt, nicht alle immer bewusst sind. Okay, well, enjoy your stay and might see you again. Yeah. Bye. The campground is right in a bear corridor, so we do get a lot of problems. Dieser Campingplatz liegt mitten in der Route der Bären. Mein Job ist, die Menschen und Bären getrennt zu halten, sagt er. Er war selbst schon in Gefahr, als ein Bär sich selbst durch Leuchtraketen nicht mehr abschrecken ließ. Dorian hatte zwar noch eine Kugel im Gewehr, aber statt den Bären zu erschießen, rannte er lieber so schnell er konnte davon und ließ das Tal absperren. Ran out as fast as I could and closed the valley down. Mit Dorian sind wir auch ohne seine Uniform auf dem Yukon unterwegs, einem der abenteuerlichsten Flüsse Kanadas. Dorian ist leidenschaftlicher Ranger, aber er möchte auch mit seiner Familie noch näher an der Natur leben. Am Ufer sehen wir bald seine Frau Bridget und die beiden Kinder. Sie haben zwar ein Haus in der nahen Stadt Dawson, doch das ist ihnen zu viel Zivilisation inzwischen. Then we haul them from here to there. From here
Bridget erzählt von den Schwierigkeiten, in die Wildnis vorzudringen und das Grundstück zu roden, das sie sich gekauft haben. Dort hinten bauen sie an einem neuen Haus, einer Blockhütte. Damit wir möglichst viel Zeit hier draußen mit Bauen verbringen können, erzählt sie, haben wir zuerst eine kleine Blockhütte errichtet und in der hausen sie so häufig es geht. Dorian war in seinem früheren Leben in England Cartoon-Zeichner. Vom Bauen hatte er keine Ahnung. Inzwischen lernt er es Schritt für Schritt, genauso wie sein 10-jähriger Sohn Jack. Bridget hat eigentlich Krankenschwester gelernt. Schweinebraten aber kann sie längst genauso gut, inklusive Schlachten. An und mit der Natur zu leben, das ist es, was sie wollen. Alleine schon diese Stämme zu fällen und heran an die Blockhütte zu zerren, ist eine ziemliche Schinderei. Aber außer den beiden ist niemand da, der ihnen helfen könnte. Also muss es irgendwie gehen. Und es geht auch, mit Muskelkater hinterher. Okay, one, two, three. Da sie nur zwei Erwachsene sind, haben sie sich eine einfache, aber ausgefeilte Technik zurechtgelegt, die schweren Stämme irgendwie aufeinander zu bringen, sodass am Ende ein Blockhaus daraus wird. Strom gibt es hier nicht, also muss es anders gehen. Und natürlich passiert da auch der eine oder andere Fehler. Did you make any mistakes? Oh yeah, we put them on upside down and back to front. Klar haben wir Fehler gemacht. Wir haben die Stämme falsch rum aufgelegt, sodass wir sie nicht ineinander fugen konnten. Und dann musst du ja schauen, dass die Wände nicht schief werden. Da sind eine Menge Fehler drin, aber ich hoffe, ihr seht die nicht. Es war furchtbar. Wir dachten, das übersteigt unsere Kräfte, aber dann waren wir doch entschlossen. And yet this is what we had committed ourselves to do. Vor dem Essen übt Jack Geige und ein wenig wirkt hier alles wie in einem Roman vom Leben in der Natur. Nur es ist keiner. Es ist die Wirklichkeit dieser Familie inklusive Schweinebraten. Als sie in den 90er Jahren aus England nach Kanada kamen, hatten sie einfach diese Sehnsucht, dass es noch etwas anderes geben muss als Dorians Cartoons, sein Buchladen und Bridgets Arbeit als Krankenschwester. Schon an ihrem ersten Haus, 12 Meilen flussabwärts, haben sie selbst gebaut und dann kamen die Kinder. Je zurück und raus aus diesem anstrengenden Leben? Auf keinen Fall, sagen sie und wirken glücklich dabei. Und jetzt im Sommer vergessen sie, dass im Winter die Nächte elend lang sind, der Fluss im bitteren Frost zugefroren und alles mit Schnee und Eis überzogen ist. Harte Natur, auch wenn sie im Moment ganz anders aussieht. Das Leben am Yukon bringt dich nahe an die Natur. Du musst dich darauf einstellen. Alleine schon wegen der gewaltigen Wetterunterschiede. Im Winter wird es hier minus 40 Grad. Das heißt, du musst mit der Natur in Harmonie leben. Aber das ist schön. Und deshalb bauen wir unser neues Haus hier. Wir haben dieses Platz, all of our very own, that we staked and that we created our own home. So living out here is also dangerous. Frage an Dorian, ist das Leben hier draußen nicht auch gefährlich? It's different dangers and you Klar gibt's Gefahren, sagt Dorian, aber du kennst sie ja und stellst dich darauf ein. Wir sind ja selbst eine Gefahr und könnten zum Beispiel einen Waldbrand auslösen. Wir finden aber, das ist weniger eine Gefahr als eine Herausforderung. Und das ist es, was wir wollen. It's in sync somehow. It's not a We don't look at it as a dangerous place. We look at it as a challenging place, and that's what we want. It's a challenge. But it's still possible that Aber hier streifen doch Bären durch den Wald. Klar, neulich wollte einer durchs Dach, aber nicht alle Bären sind gefährlich, hoffe ich. But not all bears are dangerous, I hope. Weiter flussabwärts nahe der Stadt Dawson fährt ein frisch reparierter Raddampfer gerade Probe und wieder das Gefühl, mitten in einer Filmkulisse zu sein. Wir haben in einer längeren Fahrt die Gegend erkundet und nehmen jetzt die weit und breit einzige Fähre über den Yukon, denn wir wollen Dorian und Bridget noch einmal treffen auf der anderen Seite des Flusses, dort, wo sie jetzt noch wohnen.
bis das Blockhaus, an dem sie gerade bauen, fertig sein wird. Und da sind sie also wieder. Dorian und Bridget sind weitgehende Selbstversorger und versuchen so wenig wie möglich Lebensmittel einzukaufen. Stattdessen bauen sie so viel wie möglich selbst an, zum Beispiel im Garten. Und die Kinder lernen dabei auch schon, wie das geht. Eine kleine Schweinezucht liefert das Fleisch, denn das ist keine Vegetarierfamilie. Die Schweine haben hier durch die Versorgung von Bridget und der kleinen Jessie ein ziemlich gutes Leben, so lange jedenfalls, bis sie am Ende dann doch auf dem Esstisch der Familie landen. Bis dahin allerdings werden sie täglich geradezu liebevoll gepflegt. In diesem auch selbstgebauten Blockhaus wohnen sie noch, bis das andere fertig wird. Und hier gibt es heute Schulunterricht, denn Bridget und Dorian unterrichten ihre Kinder selbst. In Kanada ist das legal. Bridget und Jack sezieren heute ein Schafsauge mit einem Skalpell. Biologieunterricht buchstäblich zum Anfassen. Das Lernmaterial holt Bridget aus dem Internet. Jessie lernt gerade schreiben, obwohl sie es in ihrem Alter noch gar nicht müsste. Aber sie wollte es unbedingt. Also bekommt sie die Lektionen von Dorian beigebracht. Mit dem Unterricht folge ich meistens einfach dem, was in Jacks Welt gerade passiert. Wenn er zum Beispiel einen Film mit griechischen Göttern gesehen hat, dann kümmern wir uns darum oder eben um einen Pilz, den er im Wald gefunden hat. Die Belohnung ist, dass wir viel Zeit mit den Kindern verbringen können, zu Hause lernen, den Spaß am Lernen zusammen mit den beiden entwickeln. Das macht uns einfach auch selbst Spaß. That's a lot of fun, yeah. Natürlich ist die Natur selbst im wilden Yukon Kanadas nicht mehr ganz so unberührt, wie sie das noch bis vor 200 Jahren war. Allerdings, im Vergleich zum dicht besiedelten Europa, ist sie geradezu jungfräulich. Vor rund 120 Jahren setzte im Yukon für zwei Jahrzehnte ein regelrechter Goldrausch ein. Und auch heute gibt es hier noch Goldminen, tief in den Wäldern versteckt. Das hier ist eine. Anders als früher reißen heute mächtige Bagger mit riesigen Schaufeln gewaltige Löcher in die Natur und graben tausende Tonnen Erde um. Das lohnt sich immer noch. Dave, der Vorarbeiter der Goldmine, macht das schon ziemlich lange und er kennt sich aus wie wenige andere. Das Prinzip der Operation ist eigentlich ganz einfach. Die Erde wird auf eine riesige Rüttelmaschine geladen und dort mit viel Wasser über mehrere Ebenen heruntergespült, wie mir das Dave geduldig erklärt. Ganz am Ende bleibt fein gesiebte Erde mit Gold, vorausgesetzt, in der Erde war was drin. Normalerweise merkst du es schon, ob es zu oder abnimmt. Wir brauchen etwa 2 Unzen Gold pro Stunde, damit sich das lohnt. Wenn wir 8 oder 9 finden, prima. In diesem Fass ist die am Ende fein gesiebte Erde aus der Rüttelmaschine. Und jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. War Gold drin oder nicht? Dave spült die fein gesiebte Erde mit viel Wasser eine lange Rinne hinunter. Und wenn alles gut läuft, dann müsste es auch bald zu sehen sein. Das Gold. Und siehe da, es beginnt zu glitzern und viele kleine Goldstücke blinken aus dem Schlamm hervor. Und weil heute ein guter Tag ist, ist sogar ein dicker Goldnugget darunter. Gold ist übrigens schwerer als alle anderen Stoffe und deshalb bleiben die Goldstücke auf der mit einer Art Fußmatte ausgekleideten Rinne liegen, selbst wenn alles andere weggespült wird. Eigentlich ganz einfach.
Wir hatten schon Tage, da war die ganze Rinne bis runter richtig gelb. Das war dann ein richtig, richtig guter Tag. Heute nennen wir ihn einen würdigen Tag. Alles in allem rund $70,000 in Gold war der Tag heute wert. Oben im Camp ist für heute Feierabend. Im Übrigen, es ist gar nicht so einfach, monatelang so mitten in der Wildnis zu leben und nach Gold zu schürfen. Das hält auch nicht unbedingt jeder durch. Die Leute, die hier hängen bleiben, passen sich irgendwie an. Ob die das packen, das merkst du schon ziemlich schnell. Selbst wenn die noch ein oder zwei Monate bleiben, ob sie es wirklich packen, merkst du schon nach 3 Tagen. Auf jeden Fall haben sie das Gefühl, dass sie etwas Besonderes machen. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich einen total anderen Job habe. Scott ist gerade 19 Jahre alt und Baggerführer. Wenn wir mal an einem Tag richtig viel Gold rausholen, dann kriege auch ich ein Gefühl dafür, wie das damals war mit dem Goldrausch. Ich sage praktisch nie, dass ich Gold schürfe. Ich sage einfach, ich arbeite im Tagebau. Wenn ich sage, ich schürfe Gold, dann heißt es, der hat doch Scheiße im Hirn. Die Leute glauben doch, dass es das nur in der Vergangenheit gab und nicht mehr heute. Spuren der Vergangenheit finden sie hier noch immer, als sie vor über 100 Jahren hier schürften, bis sie mit ihrer Technik kein Gold mehr fanden. Manch einer hat vielleicht in jenen Tagen Glück und Gold hier gefunden, die meisten aber eher zerschlagene Träume, nicht wenige Hunger, Krankheit oder den Tod. Wenn es Nacht wird, tief in den Wäldern, mitten im wilden Herzen Kanadas, dann spürt man jene Faszination, die so manchen aus Europa hierher getrieben hat, um eine neue, eine wilde Heimat zu suchen. Jeep, 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 ha, ha. Das ist Sebastian Schnülle. Er ist Hundeschlittenführer, ein sogenannter Mascher, und eigentlich stammt er aus Wuppertal, aber das ist lange her. Im Sommer trainiert er mit seinen Hunden für die härtesten Hundeschlittenrennen der Welt, der sogenannte Yukon Quest von hier rüber nach Alaska bei minus 40 Grad, tagelang durch Eis und Schnee, ist eines davon. Das ist kein Sport, den man sich erkaufen kann. Du kannst nicht einfach hergehen und sagen, ich hole mir jetzt die besten Hunde und werde damit auch zum guten Mascher. Das funktioniert nicht. Das ist einfach eine Sache, du musst eine Beziehung aufbauen. Das geht über viele Monate und Jahre. Und entweder du kriegst sie oder du kriegst sie nicht. Und das ist schon eine faszinierende Sache. Die laufen im Winter 120, 130 Meilen pro Tag. Das sind über 200 Kilometer, 10 Tage in Folge. Und die wollen das. Man kann sie ja nicht zwingen. Ich sage aber, man kann kein Seil anschieben. Die ziehen in einem Seil. Anschieben kann ich sie nicht. In den Weiten der kanadischen Wildnis, eine knappe Fahrstunde von der ziemlich überschaubaren Stadt Whitehorse, hat er sich Ende der 90er Jahre hier niedergelassen. Dann kamen die Hunde dazu und dahinter immer diese Sehnsucht nach Freiheit. Das Leben hier ist einfach, im Winter hart. Ihm ist es das wert. Immer. Ottmar! Ich meine, guck dich um, wo wir hier sitzen. Das ist... Ich habe keine Nachbarn, meine nächsten Nachbarn sind so 5-6 Kilometer entfernt. Ich kann tun und machen, was ich will, in gewissen Grenzen, aber ich muss nicht jedem Rechenschaft stehen, ob ich ein Auto draußen 3 mehr vor der Tür stehen habe oder meine Wäsche draußen hängt oder abends 10 Freunde kommen und wir haben eine Party. Das ist einfach ein freieres Leben.
Eine Blockhütte hat er sich hier draußen auf seinem Gelände gebaut, samt Hundehütten. Und manchmal bekommt Sebastian sogar Besuch von ziemlich weit her. Heute vertrauter Besuch aus Deutschland. In der Szene der Yukon-Fans ist Sebastian bekannt. Und auch das ist klar. Besuch bedeutet Lagerfeuer plus Steaks, ein gepflegtes Ritual. Hier draußen schon gar, wenn Männer und Hunde unter sich sind. Sein freies Leben in der Natur, das bewundern sie an ihm. Und das Vertrautsein mit seinen Tieren. Er ist eine Art Hundeflüsterer. Die Harmonie zwischen Mensch und Tier, das kann man einem ja nicht anerziehen. Das muss irgendwo drinstecken, glaube ich. Und das ist das, was ich so bewundere, dass er hier sitzen konnte. 120 Hunde da, einer bellt und er wusste genau, welcher das ist. Das hier ist gewissermaßen der Ferrari-Rennstall für Hundeschlittenführer. Sebastian ist einer der Besten der Welt. Mit all dem Gerät hat er schon den Yukon Quest gewonnen und bei einem anderen mindestens so harten Rennen war er Zweiter. Wenn er Geheimnisse haben sollte, wie das geht, dann sind sie hier drin. Den Körper warm halten bei den rund 10 Renntagen durch Schnee und Eis, das ist zentral. Was denn, reicht das bei minus 40 Grad? Doch, meistens schon, auf jeden Fall. Ich habe auch noch wärmere Klamotten drunter, so Zwiebelsystem. Wird schon mal kalt, vor allem wenn es windig ist, aber im Prinzip langt das schon. Ich kann ja auch richtig den Laden zumachen. Und ja, jetzt sehe ich dich zwar noch, aber du siehst mich nicht. Zeig uns mal deinen Rennschlitten. Das ist also alles aus Aluminium, gemacht von einem Österreicher, der auch sehr erfolgreich Rennen fährt. Sehr leicht. Darf möglichst wenig dran kaputt gehen. Ich muss ja alles unterwegs reparieren können. Wegen der Nähe zum Polarkreis wird es hier am Yukon-Fluss bei Sebastian im Sommer nie ganz dunkel. Du brauchst gar keinen Strom. Nur eigentlich für den Laptop und das Modem fürs Internet. Aber ansonsten brauche ich keinen Strom mehr. Den Laptop betreibt er übrigens mit Autobatterien und dann zeigt er uns stolz die Bilder aus dem letzten Rennen. Die Strecke ist vorgespurt, nicht immer so schön wie jetzt hier. Und wir müssen auch der vorgespurten Strecke folgen. Ich meine, alleine diese Landschaften sehen zu dürfen, fühle ich mich schon privilegiert. Es ist eine Leidenschaft, es ist auch ein Schuss Verrücktheit? Auf jeden Fall. Also gar kein Zweifel. Mit Vernunft ist das also nicht zu erklären. Ich bin mal gespannt, was ich sage, wenn ich mal irgendwie Ende 60 bin und sage, Mensch, hätte ich mal in die Rente eingezahlt. So ein Mist, jetzt muss ich hier arbeiten, bis ich sonst wie alt bin. Oder ob ich dann sage, Mensch, gut, dass ich es gemacht habe. Das wird sich noch zeigen. Also momentan sage ich ganz klar, ich bin heilfroh, dass ich es gemacht habe. Ich habe mir das lange überlegt, diesen vergangenen Winter, ob ich nicht wirklich aufhöre und sage, das war's. Und wieder mehr ins normale Leben zurückkehre, was bei mir auch immer normal heißen wird. Aber ganz klar, wenn ich mal Familie haben möchte mit Frau und Kindern, muss ich langsam mal anfangen, sonst wäre es ein bisschen spät. Und das möchtest du? Das möchte ich auf jeden Fall, ja. Preisgelder und Fahrten für Touristen ernähren ihn halbwegs. Und selbst wenn es abends etwas einsam wird in seiner Blockhütte, noch hält er am Yukon an seiner Leidenschaft fest. Über den Zauber, ja den Bann des Yukon und seiner Natur ist viel geschrieben worden. Und genau dieser Bann ist es wohl, der jene aus Europa festhält, die einmal bis in diese Gegend vordringen. Manche bleiben für immer. Unsere Reise durch den Yukon ist hier zu Ende. Eine Reise durch das wilde Herz Kanadas. Eine Reise, die auch wir nicht vergessen werden.